Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Interface Talk. Mein Name ist Klaus Böhmer und ich bin verantwortlich für die Business Unit Interface Electronics. Und ich freue mich, meinen Kollegen Uli Hempen vorstellen zu dürfen. Ja, vielen Dank, Klaus, dass ich auch hier sein darf. Ich bin bei Vago verantwortlich für das internationale Market Management, für das Wachstum unserer Produkte in den Branchen, wo wir unterwegs sind. Und wir haben ja heute hier Netzteile, Energiezähler, also Produkte, die im Grunde genommen in allen Branchen eingesetzt werden, wo irgendwie ein Schaltschrank notwendig ist, Klaus. Absolut, keine Automatisierungslösung ohne Stromversorgungen. Wir haben unterschiedliche Leistungsklassen, Eco 2, wenn es um Kosten geht, kostengünstige Anwendungen. Und dann Pro 2, unsere High Sophisticated Power Supplies, wie es so schön heißt im Neudeutsch. Und zwar sind das Geräte, die auf kleinem Bauraum hohe Effizienz bieten und zusätzlich noch die Kommunikation zur Steuerung ermöglichen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort. Kommunikation im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Smart Factory. Komponenten werden zunehmend vernetzt, nicht nur zur Steuerung der Anlage, sondern eben halt auch zum Beobachten und zum Monitoring von Anlagen. Und das geht bis in den Schaltschrank. Und dort haben wir jetzt ja Netzteile entwickelt, Klaus, die ja ihre internen Messwerte über Kommunikationsschnittstelle rausgeben können, sodass quasi nahezu jeder Parameter, der sich im Netzteil befindet, überwacht wird. Unbedingt, genau. Aber ich würde dazu sagen, lassen wir unsere Experten sprechen. Und zwar würden wir gerne übergeben an Stefan Wagner und an Frank Selke. Guten Tag, mein Name ist Stefan Wagner und ich bin Produktmanager für den Bereich Power Supplies bei Vago Kontakttechnik in Minden. Heute stelle ich Ihnen eine ganze Reihe von Produktneuheiten vor, allen voran unsere Pro 2 Stromversorgungen, die leistungsstark, kompakt, effizient, zuverlässig und auch noch kommunikativ sind. Dann das Erdwiderstandssignalisierungsmodul, ein einzigartiges Modul, mit dem gefahrbringende Erdschlüsse schon vorab in Steuerstromkreisen erkannt werden können und so die Zuverlässigkeit der Stromversorgung deutlich gesteigert werden kann. Dann die Eco 2 Stromversorgungen, die für Standardapplikationen gedacht sind, wo einfach nur 24 Volt benötigt werden und trotzdem zuverlässige, effiziente und kompakte sowie kostengünstige Netzgeräte gefragt sind. Last but not least, die elektronischen Schutzschalter in einkanaliger Ausführung, die auf lediglich 6 mm Bautbreite eine ganze Reihe von Features bieten, die unseren Kunden, sprich Ihnen, einen echten Mehrwert bieten. Die Pro 2 Stromversorgungsfamilie wächst. Dank ihres modernen Schaltungsdesigns haben die Geräte einen hohen Wirkungsgrad und damit einen niedrigeren Energieverbrauch und auch der CO2-Fußabdruck wird reduziert. Dank des hohen Wirkungsgrades besitzen die Geräte auch eine geringere Erwärmung und können so platzsparender gebaut werden und auch die Komponenten im Gerät sind einem geringeren thermischen Stress ausgesetzt, sodass die Geräte robust und langlebig sind und durch die kompakte Bauform auch Schock und Vibration deutlich besser widerstehen. Ein Temperaturbereich von minus 40 Grad bis plus 70 Grad Celsius ist so möglich und das Derating beginnt erst ab plus 60 Grad Celsius. Was diese Geräte besonders macht, ist ihre Kommunikationsschnittstelle, die man frontseitig findet. Auf diesem Gerät hier ist die Kommunikationsschnittstelle gut zu sehen, über die zum Beispiel mit einem USB-Kommunikationskabel ein PC oder Laptop zur direkten Konfiguration vor Ort angeschlossen werden kann oder zum Monitoring vor Ort. Aber es ist auch möglich, sogenannte Kommunikationsmodule auf die Schnittstelle aufzusetzen und so über verschiedene Protokolle mit dem Gerät in Verbindung zu treten. Dadurch ist das Monitoring möglich, das heißt Fehlerzustände oder Warnungen jederzeit zu diagnostizieren, Anomalien zu erkennen und so Predictive Maintenance zu betreiben. Auf der anderen Seite kann auch parametriert werden und Einstellungen im Gerät wie das Überlastverhalten, die Ausgangsspannung, die Signalisierung vorgenommen werden. Wie das im Einzelnen ausschaut, können wir uns
in der Software des Gerätes anschauen. Mit der WAGO Interface Konfigurationssoftware G2 bietet WAGO ein Tool zur Konfiguration wie auch zum Monitoring der WAGO Messumforma und der WAGO Stromversorgungen Pro 2 an, das in der aktuellen Version auch mit einer Simulation kommt, sodass man sich ohne eine Stromversorgung Pro 2 zu besitzen einen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der WAGO Stromversorgung Pro 2 machen kann. Wir wählen hier einmal eine WAGO Stromversorgung aus, zum Beispiel das 10 Ampere Gerät mit einer aktuellen Firmware und verbinden uns mit dem Gerät. Nach Verbindung haben wir die Möglichkeit, Messwerte aus dem Gerät auszulesen. Hier bei diesem Gerät ist jetzt keine Last angeschlossen, deswegen sehen wir hier die Spannung und eben keinen Strom. Über die Einstellungen lassen sich dann zum Beispiel eine Ausgangsspannung einstellen, aber auch das Überlastverhalten konfigurieren. Das ist allerdings auch möglich offline. Dazu wähle ich einfach mal ein anderes Gerät aus mit aktueller Firmware und gehe dann dort direkt in die Einstellungen, stelle hier einmal ein wenig die Ausgangsspannung und gehe jetzt ein wenig detaillierter auf das Überlastverhalten ein. Beim Überlastverhalten ist es so, dass wir eben bestimmte Eigenschaften gleichzeitig anwählen können. Wir können uns zum Beispiel entscheiden für einen Konstantstrom, der sehr nützlich ist, wenn man eine kapazitive Last laden möchte, einen Hiccup-Modus oder aber auch das Verhalten des elektronischen Schutzschalters, auf das ich später noch mal genauer eingehen werde. Und zusätzlich können dann eben noch Power Boost und Top Boost angewählt werden. Jetzt werden Sie fragen, wofür ist das gut? Das hilft Ihnen, das Überlastverhalten auf Ihre Last und Ihre Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Der Top Boost wird verwendet, wenn man Leitungsschutzschalter sekundärseitig nutzt und im Falle einer Überlast oder Kurzschluss eine schnelle Auslösung wünscht. Dann liefert der Top-Boost bis zu 600% Ausgangsstrom für 15 Millisekunden. Der Power-Boost ist dazu gut, Anlaufströme abzudecken oder aber bei raschen Lastwechseln mehr Leistung zur Verfügung zu stellen. Es sind hier 150% Strom, der für 5 Sekunden zur Verfügung gestellt wird, über den Nennstrom eben hinaus. Der elektronische Schutzschalter wiederum ist eine Eigenschaft, die hilft, die Anforderungen der Maschinenrichtlinie zu erfüllen. Das heißt, in der EN60204 wird gefordert, dass gefahrbringende Erdschlüsse binnen 5 Sekunden abgeschaltet werden. Wenn man trotz Top Boost den Leitungsschutzschalter nicht binnen der 5 Sekunden auslösen kann, hilft der elektronische Schutzschalter, diese Forderung zu erfüllen und den gefahrbringenden Erdschluss abzuschalten, indem der Ausgang der Stromversorgung abgeschaltet wird. Wir haben dazu die Möglichkeit, den Auslösestrom zu konfigurieren und auch die Auslösezeit einzustellen. Und wenn ich das hier mal auf 5000 Millisekunden, sprich 5 Sekunden stelle, habe ich auf jeden Fall die Forderung erfüllt. Ich schließe diese Einstellung einmal und wechsle in den Simulationsmodus. In der Simulation kann ich jetzt die Spannungsversorgung starten und sofort läuft hier ein Graph zu Ausgangsstrom und Ausgangsspannung. Hier in diesem Bereich kann ich die angeschlossene Last simulieren und wenn ich nun eine Last habe von zum Beispiel 40% oder auch 50% bei einer 40 Ampere Stromversorgung, entspricht das einem Ausgangsstrom von 20 Ampere in etwa. Man sieht hier, dass die Ausgangsspannung leicht einsinkt. Das liegt an dem konfigurierten Verhalten Active Droop. Das heißt, dass bei einer steigenden Belastung die Ausgangsspannung leicht einsinkt, um das Parallelschalten der Stromversorgung zu ermöglichen. Möchte ich eine konstante Ausgangsspannung bei wechselnden Strömen haben, muss ich dieses Verhalten einfach nur abwählen. Jetzt simulieren wir einmal den Effekt, den ein Kurzschluss hat. Wir sehen nun,
einen Überstrom. Hier sehen wir einen kurzen Peak, das ist der Top-Boost, der abgefeuert wurde sozusagen. Und danach haben wir eine Überlast, die dann nach kurzer Zeit, binnen 5 Sekunden, komplett abgeschaltet wird. Und so haben wir die Forderung nach der EN60204, gefahrbringende Erdschlüsse, binnen 5 Sekunden abzuschalten, ganz einfach erfüllt, auch wenn der Leitungsschutzschalter nun nicht ausgelöst hat. Eine ganz interessante Sache ist hier unten noch angegeben, und zwar die Möglichkeit, sich die Kommunikation näher anzuschauen, die über den Feldbus läuft. Dazu kann man zum Beispiel den Modbus RTU auswählen und kann dann das, was hier dargestellt ist, im Simulationsfenster mit den Werten, den Messwerten, aber auch mit den Betriebszuständen, Warnungen, Fehlern und so weiter, in Tabellenform einsehen und so die Register den entsprechenden Werten zugeordnet sehen. Das ist, wie wir denken, eine sehr gute Hilfe für den Programmierer, beziehungsweise den SPS-Programmierer, dem es so ganz einfach gemacht wird, die Daten über den entsprechenden Bus, über das entsprechende Protokoll aus der Stromversorgung abzurufen bzw. runterzuschreiben. 2021 wächst das Portfolio der Wago-Stromversorgung Pro 2 weiter. Neben den einphasigen Netzgeräten mit Ausgangsspannung 24 Volt und Strömen von 5 bis 40 Ampere gibt es auch dreiphasige Geräte mit Ausgangsspannung 24 Volt und Ausgangsströmen 5 bis 40 Ampere. Außerdem werden nun Spannungsvarianten angeboten mit 12 Volt Ausgangsspannung und 48 Volt Ausgangsspannung. Und bei den 48 Volt Geräten sowohl in einphasiger als auch in dreiphasiger Ausführung. Und ein dreiphasiges Gerät mit 960 Watt Ausgangsleistung ist auch dabei. Bei den Zulassungen gibt es nun die Zulassung UL-HESLOC, also Hazardous Locations. Das heißt, im amerikanischen Raum können die Geräte nun in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden. Und eine weitere Zulassung ist die für den maritimen Bereich, die DNVGL-Zulassung, die es erlaubt, die Geräte auf Schiffen oder onshore, offshore einzusetzen. Eine gute Kombination mit diesen Zulassungen ist das sogenannte Coating, also die Schutzlackierung, die Oxidation der Geräte verringert und so resistent macht gegen Schadgase oder zum Beispiel Salznebel. Bei den Kommunikationsmodulen gibt es neu das Modul mit Protokoll Modbus TCP, was aber auch Modbus UDP spricht, und einen Webserver mit HTTP und HTTPS an Bord hat. Natürlich hat dieses Modul auch Sicherheitsmechanismen an Bord, sodass der Anwender gewiss sein kann, dass seine Daten nicht in falsche Hände geraten. Hallo, ich bin Frank Selke und bei Wago seit 1994 im weltweiten Vertrieb unterwegs. Heute möchte ich über ein neues Produkt sprechen, das dem Anwender den Schrecken von Erdschlüssen in seinen Maschinen und Anlagen nimmt. Das Erdwiderstand-Signalisierungsmodul 789665. Jeder Maschinenbauer kennt die Norm IEC 60204-1. Maschinensicherheit, elektrische Ausrüstung von Maschinen. In Kapitel 9 wird über Isolationsfehler gesagt, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die Folgen von Erdschlüssen zu minimieren. Methode A beschreibt die Erdung der Steuerstromkreise auf der 0-Volt-Seite im Zusammenspiel mit einer Sicherung auf der 24-Volt-Seite. Das ist eine weit verbreitete Vorgehensweise. Ein einfacher Draht vom Netzteil 0-Volt-Anschluss an PE.
Erdschlüsse zur 0-Volt-Seite liegen quasi parallel zum Draht und stellen keine Verschlimmerung dar. Erdschlüsse zur 24-Volt-Seite erzeugen auf dem Umweg über Erde einen Kurzschluss, der die Sicherung auslöst und die Maschine dann steht. Der Vorteil des Drahtes: Es ist die kostengünstigste Erfüllung der Normen gemäß Methode A. Großer Nachteil jedoch: Der Erdschluss führt zu plötzlichem Ausfall der Maschine ohne jegliche Vorwarnung. Hohe Folgekosten durch Produktionsausfall können entstehen. Und genau hier setzen wir mit unserem neuen Produkt an. Mit einer kleinen Investition in ein Erdwiderstandssignalisierungsmodul erhält man nun zusätzlich zur Einhaltung der Norm die Chance, sich anbahnende Erdschlüsse frühzeitig zu erkennen und damit ein Zeitfenster für vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen zu gewinnen. Wir sehen hier den Verlauf des Isolationswiderstandes über die Zeit. Zu Anfang ideal hoch, fällt er mit der Zeit durch Alterung und Beschädigung der Isolation ab, bis irgendwann hier unten die Sicherung zuschlägt und das stilllegt. Erkennt man vorher einen schlechten Isolationswiderstand, so gewinnt man dieses Zeitfenster für vorbeugende Instandhaltung, die den Produktionsausfall verhindern kann. Dann möchte ich die Eigenschaften und Vorteile des Moduls kurz erläutern. Wir machen eine automatische Messung im geerdeten Modus im 10-Sekunden-Intervall. Dabei sind für 9,5 Sekunden, wie beim Draht, 0 Volt und PE verbunden und für eine knappe halbe Sekunde wird die Verbindung zur Messung getrennt. Es gibt eine eindeutige LED-Signalisierung des Erdschlusses mit roter und grüner LED und mit zwei gelben LEDs, ob der Erdschluss auf der 0 Volt oder auf der 24 Volt Seite stattgefunden hat. Zusätzlich haben wir einen potenzialfreien Kontakt zur Signalisierung des Erdschlusses an die SPS. Hier ist die Betriebsart umschaltbar auf ungeerdete Stromkreise. Das verkürzt das Messintervall auf eine Sekunde. Aber dieses Modul ist kein Isolationswächter gemäß IEC 61557-8. Das Messintervall von einer Sekunde in dieser ungeerdeten Betriebsart beschleunigt die Fehlersuche. Der vom Erdschluss betroffene Stromkreis ist 10-mal schneller so zu finden. An allen Anschlusspunkten haben wir schnelle Push-In-Technik für alle Leiterarten geeignet. Und eine individuelle Beschriftung kann über Adapter an zwei Stellen erfolgen. Geben Sie sich und Ihren Kunden die Möglichkeit, mit dem Erdwiderstand-Signalisierungsmodul 789665 sich anbahnende Erdschlüsse zu erkennen und so hohe Produktionsausfallkosten zu vermeiden. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Viele Applikationen sind Standardapplikationen, in denen lediglich 24 Volt benötigt werden. Das ist ein guter Anwendungsfall für die Vago-Ecostromversorgungen und unsere Erweiterung der Eco-Familie, die neuen Eco-2-Stromversorgungen. Sie sind kompakt, haltbar und auch kostengünstig. Kostengünstig in dreierlei Hinsicht. Einmal in der Anschaffung, dann im Betrieb durch vernünftigen Wirkungsgrad und in der Inbetriebnahme durch eine gute Anschlusstechnik. Bei der Anschlusstechnik haben wir uns inspirieren lassen von der 221-Verbindungsklemme, die einen intuitiven, raschen, aber auch zuverlässigen Anschluss gewährleistet. Das haben wir übertragen auf die Vago Eco 2 Stromversorgungen, wie man hier sieht, mit Hebel versehen und außerdem mit einer Push-In-Anschlusstechnik, sodass starre Leiter, Leiter mit ADN-Hülse oder ultraschallverdichtete Leiter direkt gesteckt werden können. Die Stromversorgung Eco 2 kommen zunächst in zwei Leistungsklassen, in 30 Watt 24 Volt und 120 Watt 24 Volt und in einphasiger Ausführung. Sie haben Wirkungsgrade von etwa 88% und 90% und sie sind
dank des guten Wirkungsgrades energiesparend, haben eine geringere Verlustleistung und dadurch auch eine längere Lebensdauer. Auf der anderen Seite können Sie durch die geringere Verlustleistung kompakter bauen, das heißt, Sie sparen auch Platz im Schaltschrank. Die Geräte haben eine DC-OK-LED und das 120-Watt-Gerät kommt auch mit einer Überlast-LED und einem DC-OK-Kontakt. Eine nette Sache für die Beschriftung sind diese Beschriftungsadapter, die jedem Gerät beiliegen und es erlauben, mit einem Topshop S-Beschriftungsstreifen, den man auch aus der Reinklemmenwelt kennt, das Gerät schnell mit einem Drucker zu beschriften und so den Einsatzort eindeutig kenntlich zu machen. Die Geräte haben auch alle erforderlichen Zulassungen für den Weltmarkt, so zum Beispiel die aktuelle UL61010 oder die EMV-Norm 61204-3 in der jüngsten Ausgabe 2018, sodass sie mit den ECO2-Stromversorgungen auch zukunftssicher aufgestellt sind. In Anwendungen des Maschinen- und Anlagenbaus findet man heute immer häufiger eine feingranulare Absicherung in Steuerstromkreisen. Die Anforderungen sind klar. Man möchte einen zuverlässigen Schutz der Stromkreise haben, mit Diagnose und gleichzeitig auch noch Platz sparen. Hier kommen die elektronischen Schutzschalter von Wago ins Spiel, insbesondere die einkanaligen elektronischen Schutzschalter, die auf 6 mm Baubreite eine ganze Reihe von Eigenschaften vereinen, die Ihnen einen Mehrwert bieten. Da ist zum Beispiel der Schutz gegen Kurzschluss und Überlast, aber auch der Schutz gegen gefahrbringende Erdschlüsse gemäß der EN60204, die jeder Maschinen- und Anlagenbauer, denke ich, kennt. Wir bieten diese einkanaligen Schutzschalter mit Strömen von einem halben Ampere bis 8 Ampere an und haben die einmal in fester Einstellung, das heißt ein halbes Ampere, 1 Ampere, 2 Ampere, 4 Ampere, 6 Ampere, 8 Ampere fest eingestellt oder aber mit einer variablen Einstellung, heißt von 1 bis 8 Ampere in 1 Ampere Schritten einstellbar. So kann man den Schutzschalter auf die jeweilige Applikation anpassen. Die Schutzschalter können auch angereiht betrieben werden und dazu dienen Brücker, die in diese Brückungsschächte geschoben werden können. Bis zu 10 Schutzschalter können so miteinander verbunden werden. Die Geräte bieten dank des digitalen Ausgangs, den sie haben, die Möglichkeit, eine Diagnose zu betreiben, ob zum Beispiel ein Kanal ausgelöst hat. Man kann das auch zusammenschalten und dann als Sammelmeldung abfragen. Auf der anderen Seite gibt es einen digitalen Eingang, der es erlaubt, aus der Ferne einen Reset durchzuführen oder aber auch gezielt einen Kanal ein- oder auszuschalten, um so den Schutzschalter als elektronisches Relais zu verwenden. Last but not least kann der einstellbare Schutzschalter so konfiguriert werden, dass er auch eine Stromflussüberwachungsfunktion hat. All das sind, wie wir denken, Mehrwerte für Sie in Ihrer Maschine oder Anlage. Ja, vielen Dank Stefan, vielen Dank Frank. Das war doch sehr eindrücklich, nochmal zu hören, welche Leistungsfähigkeiten unsere Stromversorgungen an den Tag legen. Wir haben noch ein zweites Thema mitgebracht und zwar geht es jetzt um Energiemessung. Klaus, ein Riesenthema, Energiemessung. Energien steigen, also Stromerzeugung, Stromverteilung wird immer teurer. Insofern ist Energiemessung oder überhaupt Energieerhaltung ein großes Thema in industriellen Produktionsanlagen. Und ja, was ich nicht messe, kann ich auch nicht steuern. Insofern braucht es Energiezähler und nicht mehr die großen, sondern die kleinen Smarten. Und da haben wir uns ja einiges Neues überlegt.
Unbedingt, ja. Und ein Punkt hast du noch gar nicht erwähnt, und zwar geht es um den CO2-Fußabdruck. Alle Unternehmen sind aufgefordert, eben herauszufinden, wo jetzt tatsächlich die Energie verbraucht wird und wo letztendlich CO2 entsteht. Und dazu sind unsere MID-Energiemeter absolut geeignet, sind geeicht, sind abrechnungsfähig und von daher ideal für Anwendungen in der Industrie oder auch im Gebäude. Ja, Sie haben neben der Eichfähigkeit natürlich auch noch weitere Feature, zum Beispiel die Bedienung, Klaus. Also ein großes Thema. Ich kann die Zähler mit dem Display sehr, sehr einfach bedienen. Ich kann sie aber darüber hinaus auch mit dem iPhone ganz einfach konfigurieren. Das macht das Ganze natürlich smart zu handhaben, bis zur einfachen Anschlusstechnik. Unbedingt. Und hier würde ich sagen, übergebe man unseren Experten Michael Mayer. Hallo und herzlich willkommen bei Vago. Mein Name ist Michael Mayer und ich bin Produktmanager in der Business Unit Interface Elektronik. Ich möchte Ihnen heute ein neues Produkthighlight vorstellen. Und zwar der Vago Energiezähler mit MID-Zertifizierung. Gemeinsam möchte ich mit Ihnen heute über folgende Punkte sprechen. Was macht diesen Energiezähler so besonders? Die Key Features. Wie wird der Energiezähler konfiguriert? Die Smartphone-App. Und wie kommt der Zähler zum Einsatz? Die Applikation. Was macht eigentlich den Vago Energiezähler so besonders? Und zwar, es ist der erste Tragschienenzähler für die Verrechnung mit einer Federanschlusstechnologie. Und hier ist es keine gewöhnliche Anschlusstechnologie, sondern es handelt sich hier um eine Push-In mit Hebel. Und zwar der Vorteil hier, bei einem feindrähtigen Leiter mit ADA-Endhülse habe ich die Möglichkeit, den Leiter einfach in die Klemmstelle einzuführen und der Zähler ist verdrahtet. Anschließend habe ich die Möglichkeit, den Zähler gegen Manipulationen zu schützen. Und zwar habe ich hier die Abdeckkappe, die ich aufsetzen kann auf den Zähler und kann diese im Anschluss verblommen. Die Energiezähler, 4PU und 4PS, so nennen wir sie im Sprachgebrauch, unterscheiden sich im Anschluss. Und zwar 4PU für universell und 4PS für straight. Universell, die Verdrahtung von unten, und straight wäre einmal die Verdrahtung durch den Zähler. Die beiden Zähler sind Direktzähler bis maximal 65 Ampere und sie können in 2, 3 und auch 4 Leiternetzen eingesetzt werden und sind geeignet für 230 schräger 400 Volt. Mitte 2021 wird das Produktportfolio abgerundet mit einem Energiezähler für Stromwandler. Und das ist ein echtes Produkthighlight, wenn man sich anschaut, der Direktzähler im Vergleich zum Wandlerzähler. Und zwar der Wandlerzähler kommt in 2 Teilungseinheiten, das heißt 36 mm. Und das nennt man echte Platzersparnis. Die passenden Stromwandler für den Wandlerzähler sind schon heute ab Lager verfügbar. Bei dieser neuen Zählergeneration sprechen wir von echten Kommunikationsprofis. Und warum ist das so? Ja, wir haben eine MBUS-Schnittstelle, eine Modbus-Schnittstelle und 2 S0-Schnittstellen für Lieferung und Bezug in einem Zähler integriert. Wir nennen es die 3-in-1-Lösung, also 3 Interfaces vereint in einem Zähler. Und das bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und auch am Ende eine Lagerplatzreduzierung. Zum sicheren Erfassen von Arbeitswerten und auch von einzelnen Verbrauchern gibt es eine umfangreiche Tarifauswahl. Diese lässt sich ganz einfach umschalten durch einen externen 230 Volt Tarifeingang oder ein Umschalten ermöglicht die Modbus-Schnittstelle. Damit lassen sich zum Beispiel Hoch- oder Niedertarif umschalten. Die volle Transparenz auf einen Blick. Das beleuchtete Display, gefordert hier auch durch die MID-Richtlinie, bietet dem Anwender vor Ort alle Qualitätsmerkmale für alle 3 Phasen auf einen Blick darzustellen. Um hier ein Beispiel zu nennen: Strom, Spannung, Netzfrequenz, Powerfaktor und Leistung für alle 3 Phasen. Konfigurieren wird intuitiv. Die Konfiguration
und Bedienung der neuen Energiezähler erfolgt durch sensitive Bedienelemente, die hier unten gekennzeichnet sind, über drei grüne Striche. Und zum anderen hat der Anwender die Möglichkeit, die neuen Energiezähler über eine Smartphone-App auf Android- und auch iOS-Basis zu konfigurieren. Das geschieht über eine Bluetooth-Kommunikation. Weiterhin hat der Anwender hier auch die Möglichkeit und kann sich alle Messwerte, die der Zähler zur Verfügung stellt, als CSV-Report abspeichern. Jetzt möchte ich Ihnen die Vago-Konfigurations-App für die neuen Energiezähler vorstellen. Und zwar, bevor ich die App starte, muss ich den Zähler in den Bluetooth-Mode versetzen. Das geschieht über die sensitiven Bedienelemente am Zähler. Und zwar muss ich dazu einmal in der Mitte die sensitiven Bedienelemente für 5 Sekunden gedrückt halten. Nach 5 Sekunden taucht hier das Bluetooth-Symbol auf. Das bestätige ich noch einmal. Und man sieht hier, ein QR-Code ploppt auf. Den kann ich einfach mit meinem Smartphone oder Tablet scannen und mich dann mit meinem Zähler verbinden. Nun bin ich mit dem Energiezähler verbunden und man sieht hier in der Übersicht oben links den Energiezähler und darunter drei Reiter, einmal die Energiewerte, einmal Standardmesswerte und einmal die Möglichkeit, den Energiezähler zu konfigurieren oder auch einzustellen. Schauen wir uns einmal an die Energiewerte. Die Energiewerte sind hier sauber untereinander aufgelistet. Dann schauen wir einmal in das Menü rein, wo wir die Standardmesswerte sehen können, zum Beispiel hier die Spannung pro Phase L1, L2, L3 oder auch den Strom für die Phase 1, 2, 3. Und ich habe auch die Möglichkeit und kann diese Werte als Report abspeichern. Man sieht hier oben die kleine Diskette, da gehe ich einmal drauf und in diesem Moment kann ich alle Messwerte, also eine sogenannte Momentaufnahme, als CSV abspeichern. Der Vorteil hier, ich kann diese Momentaufnahme meinem Betreiber später für die Abrechnung zur Verfügung stellen. Ein weiteres Menü sind die Einstellungen. Und zwar hier habe ich die Möglichkeit, kann die Modbus-Parameter konfigurieren, wie zum Beispiel die Modbus-Adressen. Die Baudrate kann ich hier drüber einstellen, die S0-Impulsrate und viele, viele andere Dinge mehr. Oder an einem Beispiel möchte ich jetzt einmal zeigen, ich habe die Möglichkeit und kann meinen Bildschirm oder meine Anzeige um 180 Grad drehen. Das mache ich jetzt einmal. Der Vorteil hier ist, wenn der Zähler später in einer anderen Einbaulage zum Einsatz kommt und man sieht, das Display ist um 180 Grad gedreht. Wo kommen die Energiezähler von Vago zum Einsatz? Die neuen Energiezähler kommen überall dort zum Einsatz, wenn es darum geht, Energieverbrauch zu erfassen und auch abzurechnen. Stichwort ist hier das Submetering. Die Energiezähler entsprechen der Genauigkeitsklasse B gemäß der MID-Richtlinie und eignen sich für den Einsatz in der Industrie und dem Gewerbe. Die drei folgenden Hauptapplikationen sollen Ihnen einen kleinen Überblick verschaffen, wie vielseitig die neuen Energiezähler von Vago eingesetzt werden können. Die erste Applikation, Ladeinfrastruktur. Und zwar hier geht es darum, die Transparenz an Wallbox und Ladesäulen sicherzustellen. Hier als Stichwort die Ermittlung des CO2-Fußabdruckes. Und um das vielleicht mit einem kleinen Beispiel zu untermalen, hier zum Beispiel der E-Hybrid-Dienstwagen, der wird zu Hause geladen und der Arbeitgeber erstattet die Kosten. Hier hat man später die Möglichkeit, einfach über einen CSV-Report, über die App, diese ermittelten Daten zur Verfügung zu stellen. Oder ein weiteres Beispiel, die Ladestation auf dem Dienstgelände. Auch hier kann der Verbrauch einfach über die App ausgelesen werden und später als CSV-Report zur Verfügung geschickt werden. Eine weitere Applikation ist die auftragsbezogene Fertigung. Hierbei handelt es sich um eine Messung des Energieverbrauchs von produzierenden Maschinen, Fertigungszellen und so weiter, zur Kalkulation von Produkten oder zur Abgrenzung von Energieverbräuchen. Stromverbrauch von Fremdfirmen ermitteln, hier Stichwort Reduzierung der EEG-Umlage.
Eine weitere Applikation sind die verteilten Liegenschaften. Hier geht es um die einzelne Abrechnung des Energieverbrauchs pro Mieter. Hier als Beispiel der Betreiber einer Einkaufskette, der integrierte Backshop muss abgerechnet werden. Und hier hat man den Vorteil und kann über den Zähler punktgenau den Energieverbrauch abrechnen. Ja, vielen Dank, Michael. Das war auch sehr eindrücklich, was wir jetzt über die MID-Zähler gelernt haben. Wirklich eine tolle Familie. Gemeinsam mit den Stromversorgern, glaube ich, haben wir hier zwei Produktbereiche entwickelt und in den Markt gebracht, die wirklich Spaß machen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Uli. Ja, auch nochmal von meiner Seite aus herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für diese spannenden Themen. Ich denke, Netzteile und auch Energiezähler haben so ein breites Anwendungsspektrum. Da macht es Spaß, so eine große Produktpalette zu sehen und zu nutzen. Von klein bis groß, es ist alles dabei. Also kommen Sie zu Vago, denn da wird Ihnen geholfen. Ja, nochmal vielen Dank. Bleiben Sie gesund und alles Gute bis zum nächsten Mal.